Hallo Leute, Takeo hier. Weiter geht es mit Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Das letzte Mal haben wir durch einen Auftrag von Mr. Hands gesehen, wie ein Aspekt vom Sport im Jahre 2077 so aussieht. Und jetzt würde ich sagen, machen wir gleich einmal weiter mit dem nächsten Auftrag direkt da drüben. Ah. Wenn die Straßenmarkierung denn möchte, aber... Im Prinzip ist das direkt vor uns. Das heißt, einmal dorthin sprinten. Oh, da sind ein paar Leute. Und da kommt auch direkt ein Abwurf. Perfekt. Zuvor möchte ich aber noch den Revolver einmal auswechseln, weil ich habe schon gemerkt, die Kapazität und die langsame Ladegeschwindigkeit, da merkt man schon, dass das nicht so ganz optimal im Gameplay ist. Deswegen gefällt mir der Revolver einfach doch ein bisschen besser. Ja, und das sind die Leute von Barges. Die wollen uns dann sicher gleich aufhalten, wenn wir dahin gehen. Schleichen wir doch mal dran vorbei. Ich sichere. Das haben die nicht bemerkt. Ficker feuert! Ah! Oh, jetzt kommen wir von allen Seiten. Das ist natürlich keine gute Position für uns. Ui. Und die Zivilisten stehen da einfach rum. Achtung, Vorsicht. Können doch nicht einfach hier Granaten rumwerfen und alles, wenn die Zivilisten hier rumstehen. Na gut, Barges können das wohl schon. Da oben rennt noch jemand. Oh, und damit ist doch unser Inventar voll. Einen Moment. Ja, wir können auch gleich mal eigentlich die ganzen ikonischen Waffen, die wir mit uns rumtragen, auch einlagern. Sonst klauen die auch nur Platz. Wie sieht das eigentlich aus mit der Machete, die wir aktuell haben? 208 Schaden pro Treffer. Das ist schon richtig krass. Wir haben sogar eine Kettensäge, okay. Aber dann kann der Rest hier auch erstmal wieder auseinandergenommen werden. Und das ist eine neue Sniper, die wir nutzen können. Sieht gut aus, das Teil. Was habt ihr hier noch? Ein Sturmgewehr, ein Pyrowaffenmod und noch ganz viele anderen Krimskrams. Sehr schön. Ist in Dogtown untergetaucht. Passt du auf sie auf? Untergetaucht? Also soll das auch so bleiben? Nein, Bree ist da an was dran. Du sollst ihr beim Schnüffeln helfen. Sie meinte, sie hat einen Konzern am Arsch. Mehr hat sie nicht gesagt. Offenbar hat sie ein Problem damit, Leuten zu vertrauen. Okay, und wie soll ich diese Verschwörungsverrückte dann finden? Geh erstmal zu ihrem Apartment in der Skyline West. Dort holst du eine elektronische Zugangskarte ab.
Und spar dir die Frage, hab keine Ahnung, welche Türen die öffnet. Sag Bescheid, wenn das erledigt ist. Dann bekommst du weitere Infos. Gut, dann erstmal eine Zugangskarte. Bree Witness Adresse Skyline West 18, 5. Stock, letzte Tür rechts. Die Zugangskarte ist in einem Schließfach unter einer Bambuspflanze. Bitte schreib mir, wenn du sie hast. Alles klar. Wie? Es gab ein Massaker in den Longshore Stacks. Ein ehemaliger Bargestschläger namens Leon Rinder hat Anwohner ermordet. Die Hinterbliebenen wollen natürlich, dass er zur Rechenschaft gezogen wird. Triff dich dort mit Brianna Dolson, der inoffiziellen Vertreterin der Stacks. Sie erklärt dir alles. Viel Erfolg. Oh je, so viele Aufträge. Auftragskiller. Es gibt ein Problem in den Longshore Stacks und für dieses Problem ist Leon Ryder verantwortlich, früher mal einer von Hansons Soldaten, jetzt ein achtfacher Mörder. Wir wissen nicht, was Rinder in den Stacks gemacht hat, warum er ausgerastet ist oder warum er Bargest verlassen hat. Viele Fragen, wenig Antworten und nur ein Fakt. Die Familien der Opfer wollen Rache. Aber dafür müssen wir Rinder erstmal finden. Das ist dein Job, V. Geh in die Stacks, durchsuche die Gegend und sprich mit Brianna Dolson, der inoffiziellen Vertreterin der Stacks. Vielleicht findest du ja ein paar Hinweise. Achso, der heißt Leon Rinder, nicht Ryder. Okay. Dürfen ja nicht den Falschen abknallen. Was wird das? Ich sagte Thermalvisionfilter. Der da ist für die Nachtsicht. Wie soll ich den Unterschied erkennen? Indem du dich konzentrierst und endlich lernst. Ich werde nicht ewig da sein. Aber ich will keine Drohnen verkaufen. Ich will AVs fliegen. Und was, wenn der Kreisel an deinem schicken AV eine Fehlfunktion hat? Du musst deine Fähigkeiten verfeinern, sonst gehst du in dieser Stadt unter. Also hör auf zu jammern und pass auf. Ja. Dann warten wir hier mal ein bisschen. Nicht so laut. Ich habe keine Angst mehr vor denen. Entschuldigt die Unterbrechung. Ich bin V. Hans schickt mich. Brianna, richtig? Das ist richtig. Martha? Dieser Mann hier wird uns helfen. Wir lassen dich jetzt allein. Ja? Ja. Geht schon. Tut mir leid. Ist gerade alles sehr emotional. Bevor es losgeht, muss ich mehr über dich wissen. Das Leben in Dogtown. Weißt du, wie es läuft? Die Zeit drängt. Je eher wir über den Mörder reden, umso früher tue ich das, was ich am besten kann. Sei so gut, hm? Es geht um Vertrauen. Ich bin bei Nomaden aufgewachsen. Unter freiem Himmel, am Lagerfeuer schlafen. Mit dutzenden Leuten, die meine Familie waren. Hier ist es wohl so ähnlich. Je schlechter man dran ist, umso mehr hält man zusammen. Also dann, freut mich. Ich hab dich schon erwartet. Mein Name ist Brianna. Vor 6 Jahren bin ich vor den Tigers geflohen und hier gelandet. Die meisten hier haben eine ähnliche Vergangenheit. Fliehen, überleben. Deshalb müssen wenigstens dieses eine Mal unsere zusammengekratzten Eddies für Gerechtigkeit sorgen. Wahre Gerechtigkeit. Wie hast du das Geld zusammengekratzt? Jeder hat was dazugegeben. Wir haben genug gelitten. Gerechtigkeit. Was heißt das genau? Gibt unterschiedliche Meinungen. Was ist eure? Leon Rinder verdient es nicht, weiterzuleben. Er hat für Hansen gemordet. Ah, die Art von Gerechtigkeit kenne ich nur zu gut. Schön für dich. Ändert nichts daran, dass Rinder Marthas Sohn Jason, seine Freunde und 4 andere getötet hat. Jason,
Caleb, Deontay, Omar, Pharrell, Matthias, Alyssa und Tamika. Rinder ist kein Bargess-Soldat mehr? Warum? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er ein brutales Monster ist. Welche Verbindung hat er zu Hansen? Als Hansen nach Dogtown kam, soll Rinder die Befehle ausgeführt haben, die den anderen zu heiß waren. Warum sollte Rinder sich mit Jason treffen? Ideen? Ich weiß nur, dass Jason Kontakt zwischen Rinder und den Scavs herstellen sollte. Scavs? War Jason etwa in zwielichtige Geschäfte verwickelt? Er war ein junger Mann, der in Dogtown überleben wollte. Kein Engel, aber das Herz am rechten Fleck. Dafür hat Martha gesorgt. Warum hat er diese Menschen getötet? Eine Idee? Böse ist böse. Das braucht keinen Grund. Marthas Sohn, Jason, wollte Fixer werden. Hat einen Deal ausgehandelt, Rinder in die Stacks geholt. Es gab Streit, Rinder griff ihn an und wir schrubben immer noch das Blut von den Wänden. Die Leichen waren nur noch an den Implantaten zu erkennen. Verstehe. Das hier hatte Jasons Leiche bei sich. Ist verschlüsselt, aber dir fällt schon was ein. Sieh dich ruhig um. Es gibt immer noch viele Spuren. Was ist auf dem Splitter? Weiß nicht. Ich wette, es sind die Infos dazu, was Jason für Rinder gemacht hat. Rinder kriegt, was er verdient hat. Dafür werde ich sorgen. Kannst du Jasons Mutter sagen? Okay, mach ich. Jetzt weißt du, was wir durchgemacht haben. Lass uns nicht hängen. Verlasst euch auf mich. Rinders Erkennungsmarke. Bring sie mir. Die wird diesen Schlägern klarmachen, dass wir uns wehren können. Ich tu mein Bestes. Ich bin mal gespannt, ob es da noch mehr gibt zu dieser ganzen Geschichte. Untersuche das Gebiet. Das gefällt mir. Ich will, dass Rinder Angst hat. Dass ihm alles genommen wird. So wie er mir alles genommen hat. Früher oder später gibt's Krieg. Bestimmt. Ja, die sind alle sehr mitgenommen. Was für eine Sauerei. Jemand hat hier verschiedene Patronen gesammelt. Aber warum? Als ich klein war, haben wir nach Schießereien immer die Hülsen gesammelt und dann getauscht. Das hier ist bestimmt das Versteck eines Kindes. Hilft mir mit Rinder nicht weiter. Aber ich beschwere mich auch nicht über einen Einblick in Johnny Silverhands Kindheit. Diese Einschusslöcher. 50er Kaliber, denke ich. Mark 31, HMG. So eine Knarre hat ein Mordsgewicht. Keine Chance, die mit einem organischen Arm hochzuwuchten. Äußerst beliebt bei Militech Marines. Bei Ex-Soldaten wie Rinder. Der Scanner kennt keine anderen Patronen. Also war er der einzige Schütze. Mal wieder ein bisschen Detektivarbeit hier. Hat Rinder auf den Boden geschlagen? Nicht mit der Faust. Siehst du das? Hat irgendeine arme Sau mit dem Schädel drauf geknallt. Mehrmals. Der ist völlig ausgerastet. Siehst du die Kampfsohlen? Er ist aufs Dach dieser Hütte geboostet und hat sich das Bein am Geländer gestoßen. Bei den Abdrücken würde ich sagen,
Ein 3-Meter-Sprung von einem Kerl, der mindestens 160 Kilo wiegt. Anders gesagt, der fetteste Fettsack, der je so hoch gesprungen ist. Oder Rinder hat neben seinem ganzen Chrom auch noch aufgemotzte Oberschenkel. Ein echtes Rätsel, oder? Du suchst eine verchromte Killermaschine, die jede Selbstbeherrschung verloren hat. Danach sieht's aus. Was gibt es denn hier oben noch? Und sonst gibt es hier nichts oder ist das ein Fluchtweg gewesen? Sind wir wieder hier oben. Ich glaube, das war dann auch schon alles. Also gucken wir mal, was auf dem Splitter drauf ist. Archiviertes Gespräch. Jason Foreman und Slava Makarov. BD 1C 1C BD. So, was haben die geschrieben? Jason Foreman, hab einen Kunden für dich. Der Typ will Militech Kampfimplantate verkaufen, dritte Generation. Gut, schick ihn zu uns nach Pacifica, das alte Los Osos Motel. Wo hat er sie her? Sag mir lieber erstmal, wie viel du zahlst. Ich zahle nur für gutes Chrom. Ist es denn viel? 10.000 plus? Okay, geil. Und mein Anteil? Red keinen Scheiß. Du kriegst das gleiche wie immer. Wenn du mehr willst, dann red mit deinem Lieferanten. Ey, ist doch immer dieselbe Scheiße mit euch Wichslern. Okay. Also das alte Motel. Aha. Das heißt, wir müssen einmal hier rüber. Ist das noch in Dogtown? Ja, sieht so aus. Vielleicht fahren wir dann mit der Arch einmal darüber. Oh, die können wir hier nicht rufen. Ah, das ist schlecht. Aber hier geht das wieder. Haben wir schon wieder kein Radio? Ah, schon viel besser. Das ist schon cool, das Feeling hier in Cyberpunk. Hey, ich kann dir
besorgen. Was zu trinken, was... Dass dich fast schon total wegknallt. Nicht jetzt. Mach schon, verzieh dich. Wie, denk daran, dass es nicht reicht, Rinder zu töten. Du musst uns seine Erkennungsmarke bringen. Ja, ich werde dran denken. Danke, wir warten. Was ist denn jetzt schon wieder? Hat Rinder Geschäfte gemacht? In einem verlassenen Hotel voller Organhändler? Ich frage mich, ob wir ihn im ersten Stock finden oder im ganzen Hotel in Einzelteilen. Ja, ich habe auch irgendwie Lust, mit den ganzen Säcken zu kämpfen. Die Skeps kann ich ja sowieso nicht ausstehen. Na, wer hackt mich denn da? Klauen wir denen mal noch das Essen. Ach je, die Arme. Die haben echt die Leute ausgenommen. Wo befindet sich der Sack? Eingeweide an den Wänden, Blut auf dem Boden, Optikware auf dem Tisch. Interior Design à la Scaff. Ja, da ist doch noch was, oder? Nur eine Blutspur.
Scavenger. Frisch operiert. Bewusstlos. Aber er atmet noch. Diese Irren verschwenden echt keine Zeit. Lassen das Chrom ihre Opfer nicht mal kalt werden, ehe sie's klauen. Können wir den befragen? Ich würde den gerne verhören. Hab ein mieses Gefühl, wie... Ich auch, Johnny. Was zum... Ich bring dich um! Da ist er ja. Jetzt kommt die Blechspritze! Zumindest von seiner Statur passt er. Wie viele Kopfschüsse hält der Kerl denn aus? Wo ist er hin? Hallo? Jetzt kommt die Blechspritze! Hat er sich getarnt? Los, geht's los! Granate! Ja, ich glaube, der kann sich tarnen. Das ist ja mal ein cooler Bosskampf. Los hinaus! Na gut, wenn er da hinten stehen bleiben möchte. Wir können auch durch die Wände durchschießen. Ich will mich auch unsichtbar machen können, das ist voll cool. Jetzt kommt die Blechspritze! Genau! Granate! Da hinten rennt er noch, man sieht das Bluten. Aber das war nicht Rinda. Obwohl der ungefähr auch so aussehen müsste. Hey, ganz ruhig. Reden wir darüber. Du willst doch keinen Unbewaffneten abknallen? Rinda? Dich habe ich mir anders vorgestellt. Mit mehr Chrom. Richtig. Ich bin Rinda. Oder was noch von ihm übrig ist. Was ist? Schickt Hansen dich? Ich bin für die hier, die du in den Stacks getötet hast. Was? Die Stacks? Der Typ da wollte mich übers Ohr hauen, aber ich habe niemanden getötet. Ich habe Aussetzer. Bin ich ganz da. Ich bin krank, klar? Du weißt da mehr als ich. Du lässt dich von den Scavs ausnehmen wie eine Weihnachtsgans? Wieso? Weil ich so wollte, was sonst? Hab denen mein Chrom verkauft. Ach, sind zwar kranke Wichser, aber halten ihr Wort. Lass mich raten, dieser Hühne von einem Scav von vorhin ist ein Ripper? Dieser Clown? Der beweist, dass die Wachen hier nichts taugen.
Du und Hansen, was lief da? Hat er dich hängen lassen? Siehst du doch! Hat mich im Stich gelassen, genau wie meine Chooms! Den Pissern habe ich 8 Jahre geopfert! 8 Jahre? Der Wurm war 20, das ist keine Entschuldigung. Was dachte er, was passiert, wenn er sich mit Kampf-Cyberware vollstopft? Natürlich knallt es. Du hast diesen Jungen, Jason, und 7 weitere Leute getötet. Warum? Ich bin krank, okay? Wollte mein Chrom verticken und von der Kohle die Behandlung bezahlen. Jason war mein Mittelsmann zu den Scavs. Du willst mir sagen, er hat Mitschuld an deiner Misere? Nur, dass er mich gehörig nach Dogtown-Manier ausrauben wollte. Wedelte mit seiner Knarre rum. Scheiß Barbar. Und dann... Ich weiß nicht. Die Ripper in Dogtown konnten dir nicht helfen? Was plagt uns denn? Glaubst du, ich hätte mich ausgeweidet, wenn's so wär? Mir beste Kampf-Cyberware rausgerissen und aus Jux mieses Chrom reingeknallt? Du hast ewig Hansens Drecksarbeit gemacht, Leute erledigt. Auch alles ein Aussetzer? Was zur Hölle willst du hören? Dass ich meine Sünden gestehe, ob ich mich dran erinnere oder nicht? Von mir aus? Ich bereue es, okay? Die Jahre bei Hansen. Ich war praktisch noch ein Kind. Hab gekuscht, Befehle befolgt. Was immer ich getan habe, es tut mir leid. Du weißt nicht, wie es in Dogtown ist. Dogtown hat ihm das Hirn weich gekocht. Es muss hier nur so wimmeln von solchen Schwachmaten. Wäre schön, wenn alles Hansens Schuld wäre, aber so läuft das nicht. Also, was muss ich über Dogtown wissen? Nicht die Scavs. Diese kleine Sackratte Jason wollte mich verarschen. Dogtown ist voll von Abschaum wie dem. Dagegen ist selbst Barges sauber. Wie sie in diesen Containern hausen. Verdammtes Ungeziefer. Die lassen einen auch nicht mehr gehen. Wehe, du willst nicht mit ihnen verrotten. Ich war dort. Die einzigen Schüsse stammen von einer militärischen Waffe. Einer, die nur du haben kannst. Dann hast du Jason x-mal mit dem Kopf auf den Boden gedonnert. Die anderen wie Spielzeug rumgeworfen. Überall war Blut. Nein, unmöglich. Ich schwöre, ich hätte... Er sagt die Wahrheit, hat einen Aussetzer. Erinnert sich nicht. Mit der Cyberware und einer Prise Jezorn ist ein Blutbad vorprogrammiert. Wenn es Cyberpsychose ist, gibt es vielleicht noch Hoffnung. Erinnere dich an Regina. Viele sind fürs Geld zur Armee gegangen. Ich war auch so einer. Aber nach 8 Jahren bei Hansen plötzlich ein Gewissen? So ein Schwachsinn. Deine Lösung ist, ihn umzulegen? Er hat's nicht anders verdient. Es sei denn, du willst jetzt anfangen, jedes Arschloch zu bemitleiden, das ein wenig traurig ist. Rinda, die Aussetzer, die Gewalt. Schon mal darüber nachgedacht, dass das eine Cyberpsychose sein könnte? Was? Nur weil ich nicht den Schwanz eingekniffen habe, als der Abschaum mich ausnehmen wollte? Blödsinn! Sieh mich an. Was habe ich noch zu verlieren? Die haben mich alle verarscht. Ich war Soldat. Und sieh mich jetzt mal an! Du hättest alle Zeit der Welt gehabt, die Reißleine zu ziehen. Ich war 20, okay? Ich hab Hansen vertraut. War nicht der Einzige. Deshalb soll ich jetzt an allem schuld sein? Und diese Jammerlappen, die ich in den Stacks gekillt hab? Scheiß auf die! Scheiß auf Dogtown! Ich würde das Drecksloch und alle darin zu gerne abfackeln! Pass auf, was du als nächstes sagst. Hör mir doch zu! Ich bin erledigt, eine wandelnde Leiche. Du kannst mich nicht noch mehr beseitigen. Sag ihnen, Leon Rinder ist tot. Ist nicht meine Lüge. Wenn du das tust, gehört all meine Ausrüstung dir. Scheiß drauf. Ich bettle nicht. Schieß doch!
Wenn ich dich gehen lasse, was machst du? Erzähl mal. Ich weiß nicht. Ich suche mir Hilfe von den besten Rippern. Ich gebe noch nicht auf. Ich ende nicht als Krüppel. Mit einer Knarre an der Schläfe tut einem vieles leid. Lass den Mistkerl nicht auf die Tränendrüse drücken, wie? Du hast eine 1A-Cyberpsychose, Chum. Du brauchst Hilfe. Ich kenne da jemanden. Regina Jones. Ruf sie an. Sie kann dich hier rausschaffen. Was? Ich hab keine Cyberpsychose. Ruf sie an, oder ich mach dich kalt. Jetzt! Hallo? Ja, ich soll anrufen, um Hilfe zu bekommen. Mit einer Cyberpsychose. Ja, schicke ich gleich. Ich warte hier. Zufrieden? Ich brauche deine Erkennungsmarke. Gib her. Hier. Bitte. Bis dann. Okay, schon. Wollen wir uns noch umgucken, was es hier so gibt? Also der Typ ist echt ein Drecksack, aber klingt halt wirklich wie Cyberpsychose. Vielleicht kann Regina einfach da ein bisschen mehr forschen. Vielleicht hilft ihr das. Blutpumpe. Worauf wartest du? Na schön. Nicht ganz sauber. Aber so, wie wir am besten handeln sollten. Wie ich finde. Und jetzt wieder zu Brianna. Ja, jetzt konnten wir leider die Rache nicht ganz durchziehen, aber wie ich finde, darf man sich ja da auch generell nicht so von einvernehmen lassen. Wir hatten das auch schon in der Vergangenheit häufig gehabt. Es hilft ja letzten Endes nichts und wenn wir so irgendwie noch was bewirken können, dann wäre es natürlich besser. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den Kerl abgeknallt hättet oder nicht. Bisschen zu früh. Ist es vorbei? Ist Rinda tot? Du hast es für uns gemacht, oder? Ich habe Wort gehalten. Er ist weg. Für immer. Ich hoffe, er hat gewinselt vor Angst, um sein Leben gefleht. Glücklich sah er nicht aus. Das kann ich dir versprechen. Im Namen aller Bewohner der Stacks. Danke. War das Mindeste. Ist die Zielperson eliminiert? Sie ist neutralisiert. Dann Glückwunsch, Auftrag abgeschlossen. Sehr gut. Und hier würde ich dann sagen, machen wir in der nächsten Folge einmal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao.